Geboren in der Morgenröte des 20. Jahrhunderts am 20. Januar 1900 in Kiel, reifte aus dem Arbeiterjungen Friedrich Wilhelm Ernst Busch ein berühmter Künstler, der das Idol einer ganzen Generation werden sollte. Linker Prolet und Antifaschist. Doch wer war dieser Ernst Busch und wie konnte er damals eine so große Bekanntheit aufbauen? Ernst Busch kommt aus sehr ärmlichen Umständen. Sein Vater war Maurer und seine Mutter Hausfrau. Schon als junger Bube kam Ernst mit Musik in Berührung. Seine Eltern, beide SPD-Mitglieder, erkannten sein Talent im Gesang und ließen ihn 1907 im Alter von 6 Jahren beim Maifest seines Ortes die Internationale singen. Von 1915 bis 1920 machte er eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker und arbeitete als Werftarbeiter auf der Germania-Werft. Während seiner Ausbildung beteiligte er sich 1918 am Matrosenaufstand in Kiel. 1918 wurde er Mitglied in der SPD, ließ 1919 aber sein Parteibuch auf die USPD umschreiben. Grund dafür war sein Eindruck des Matrosenaufstandes. Nach nur einem Jahr Schauspiel- und Gesangsunterricht verkörperte Busch schon seine ersten Rollen. Zwischen 1921 und 1926 spielte er in den unterschiedlichsten Theatern, bis er dann 1927 nach Berlin ging und dort der erste proletarische Filmstar und Sänger der Arbeiterklasse wurde. Er spielte in einigen Filmen als Schauspieler als auch als Sänger hinter der Kamera mit. Der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mäkister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Während dieser Zeit lernte er seine erste Frau Eva kennen. Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht in Deutschland ergriffen, sollte Busch, der sich schon eine kleine Bekanntschaft in der Bevölkerung aufgebaut hatte, vor allem in linken Kreisen, von der SA wegen seiner politischen Gesinnung verhaftet werden. Doch als die SA-Beamten an seinem Haus klopften, öffnete ihnen niemand und so gingen sie einfach davon aus, dass er schon geflüchtet sei. Zu diesem Zeitpunkt war er es noch nicht, doch der Besuch der Beamten ließ ihn nicht länger zögern. Sein erstes Ziel waren die Niederlande. Er sollte allerdings noch durch halb Europa ziehen, bis er schließlich in der Sowjetunion landete. Dort fing er an, für Radio Moskau zu arbeiten. In der Sowjetunion ließ er seine Tätigkeit als Schauspieler nicht aus und baute sich dort eine gewisse Bekanntheit auf. Im Jahr 1937 reiste Busch nach Spanien. Dort sang er gegen den Faschismus, um so den spanischen Kommunisten neuen Mut in ihrem Kampf im Bürgerkrieg zu verleihen. Er sang vor den internationalen Brigaden und sprach sich in seinen Liedern offen gegen den Faschismus aus. Ich konnte zum Beispiel das Solidaritätslied überhaupt nicht singen. Das heißt, kommt heraus aus eurem Loche, wenn ich das gesungen hätte im Schützengrab, nicht? Kommt heraus aus eurem Loche, dass man eine Wohnung nennt und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenende. Das wäre blöd gewesen. Da musste ich mich hinsetzen. Du wirst lachen. Alles, was wir jetzt singen, das haben wir in Spanien geändert, gemacht. Das ist das Solidaritätslied. Text Nachbrecht, das haben wir da. Proletarier aller Länder, preist den Ruhm der Solidarität, denn sie ist die stärkste Waffe, der kein Gegner widersteht. Nach seiner Zeit in Spanien ging Busch nach Belgien. Dort gab er Konzerte und sang Schallplatten ein. Als die Deutschen am 10. Mai 1940 die Invasion von Belgien starteten, wurde Busch verhaftet und in ein Internierungslager im unbesetzten Frankreich gebracht. Von dort flüchtete er 1942, angesichts des deutschen Vormarschs in Frankreich, wurde aber an der Schweizer Grenze an die Gestapo ausgeliefert. 1943 wurde er zurück nach Berlin gebracht. Dort wurde er wegen Vorbereitung zum Hochvertrag angeklagt. Ihm drohte somit die Todesstrafe. Das mag etwas übertrieben klingen, aber man darf nicht vergessen, dass Busch derjenige war,
der unter anderem Lieder wie Alle Waffen gegen Hitler gesungen hat. Er hat nie seine Meinung gegen das Nazi-Regime verschwiegen. Als er bei einem alliierten Luftangriff 1943 schwer am Kiefer verletzt wurde, bangte er eine Zeit lang, um seine Fähigkeit singen zu können. Es stellte sich heraus, dass dies sein großes Glück war, denn durch seine Verletzung und seiner ehemaligen Ausbürgerung schaffte es sein Anwalt, die Todesstrafe abzuwenden. So wurde Bush 1944 für 14 Jahre Zuchthaus verurteilt. Lange blieb er dort aber nicht, da die Rote Armee ihn 1945 befreien konnte. Nach dem Krieg zog er in sein altes Berliner Haus. 1949 zog er allerdings wieder um, zusammen mit seiner zweiten Frau Margarete. Bush trat 1945 in die KPD ein und wurde deshalb ein Jahr später automatisch Mitglied der SED. Von deutschen Parteifunktionären ließ er sich wenig sagen und so besaß er ab 1952 kein gültiges Parteibuch mehr, angeblich soll er es vor seinen Parteigenossen zerrissen haben. Bush kam regelmäßig nach Moskau, um seine Gesichtslähmung behandeln zu lassen, welche eine Folge seiner Verletzung war. Zu großer Bekanntheit verhalfen ihm Lieder von Hans Isler. Bush wurde unter anderem auch Interpret des Liedes Der heimliche Aufmarsch, durch das er es schaffte, in der DDR als Sänger von Propagandaliedern bekannt zu werden. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Bis 1953 leitete er sogar seine eigene Schallplattenfirma. Doch als diese verstaatlicht wurde, war er nicht mit den Plänen der neuen Vorgesetzten einverstanden. Er grollte insbesondere, weil die von ihm selbst eingesungenen Aufnahmen im Programm praktisch nicht mehr vorkamen. Bush zog sich als Sänger zurück und konzentrierte sich fortan nur noch auf das Schauspiel. Im Dezember 1961 gibt Bush seine letzte Vorstellung als Galileo Galilei am Berliner Ensemble. Es ist der letzte Theaterauftritt seines Lebens. Selbst der Staatsführer der DDR Erich Honecker war anwesend. Ernst Bush musste die Schauspielerei aufgrund gesundheitlicher Mängel abbrechen. Er wurde immer mehr psychisch instabil und hatte Durchblutungsstörungen im Hirn. 1964 bekam er einen Sohn, Ernst Ulrich Bush. Er lebt heute noch und ist Investor. In den Jahren 1956, 1966 und 1979, ein Jahr vor seinem Tod, zeichnete man ihn mit dem Nationalpreis der DDR aus. Schließlich brachte seine Familie ihn nach Bernburg in eine Nervenheilanstalt. Er erkrankte an Demenz. In seiner Verwirrung versuchte er tatsächlich mehrfach zu flüchten. Ernst Bush wollte zurück nach Hause. Am 8. Juni 1980 verstarb er in Bernburg. Nochmal.